Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro EP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji Days of the Blade. In der letzten Folge haben wir gegen Kagekiyo gekämpft, erneut. Und jetzt sind wir ja wieder mitten in der Schlacht. Müssen ein paar Generäle kaputt hauen und ich glaube, was gibt dem Nutzer, also ich würde schon sagen, alle. Ich gebe jetzt erstmal ein paar HP zurück von meinen Charakteren. Weil, weiß ich nicht. Irgendwas Blödes passiert doch nicht, Freck. Mach mal nur Yoshi zu, aber mit denen rum. Und da haben wir den nächsten General kaputt. Oder zwei oder drei, weiß ich nicht. Und der hat schon wieder unmenschlich viel abgezogen und ich krieg schon jetzt wieder die Krise. Ich habe mich gerade geheilt. So, mach mal so. So, wir sehen, wie viel er abgezogen hat. Da gibt's doch nicht, Mann. Oh, die Viecher auch noch. Das erinnere ich mich. Pisst euch, oh, Kamui, komm her. Bams, oh mein Gott, ich bin gleich tot. Leck mich. Was? Der Kreiskampf war durchgehend irgendwie da. Ah, Dreck. Start. Boah. Alter, wie schnell das immer geht, ne? Ist der General wenigstens putsch, nö. Da also. Bams, komm her. Es ist auch futsch. Und dann ist noch einer. Alter, Krise. Gehen wir aus dem Weg. Okay, da kommen gleich noch mehr Gegner. Ich frecke da sowas von. Verstehe nicht, wie schnell das mal geht. Warte, ich habe den beinahe, nee, noch nicht. Ich dachte. Oh, her damit. Mann, wo ist der? Wo sind der viele Gegner auf einmal verschwunden? Ach, da war der, okay. Ich dachte. Er sah mir so 0 nach 15 aus. Komm her. Bums. So, das war der letzte. Hoffe ich. Ah, verpisst euch doch. Jetzt was. Da stimmt, ne? Ja. Da ist denn ja noch ein General. Leck mich. Stimmt noch da unten, ne? Wo ich gekommen bin. Bin ich ja richtig? Hier war ich doch mit Shuzuka. Alter, wie weit die mich verfolgen? Verpisst euch! Gibt's da nicht. Du, Fax. Und du. Deine Freunde auch. Bams. Du. Verpiss dich, Motte, aus meinem Gesicht. Bams. Matt. Wie viel ich abgezogen bekommen habe wieder. In die Krise. Kommt her. Gib mir wenigstens einen Speicherpunkt oder irgendwie sowas. Ja, komm, ob die Schlacht wieder von neu zu machen, wie beim letzten Mal. Das ist nämlich einer der nervigen Aspekte in diesem Spiel, habe ich so das Gefühl. Noch bei der Vier gedrückt. Rock! Posen!
So, war's das? Nein, da ist noch einer. Bist dich. Hey! Macht er mich ja fertig? Da ist immer noch einer. Aua, leck mich am. Wie schaffen die das? What? Geil. Davon, wo kommen die jetzt alle noch? Doch, alle erledigt. Mensch. Ist doch mal langsam genug. Hier, ihr Typen geht da sowieso mit ein, zwei Schlägen drauf. Ich stehe nicht, warum ihr auf mich zukommt. Das hört nicht auf. Wie zum Teufel, da ist immer noch einer. Eine Spinne. Ja. Ich war doch gerade in der Umgebung auf dem Weg, habe ich so das Gefühl gehabt. Ah, verdammt. Verdammt, ich habe Dreieck gerückt. Ah, ja. So, du Freck. Komm schon, war's doch jetzt, oder? Komm schon. Kann ich da neue Generale spawnen? Ja, ist auch voll kacke. Da einfach ab. Da war nicht mal, da war noch nicht mal in der Karte irgendwie. Warte mal hier noch. Irgendwo Heilung. Oh, guckt euch das an. Also ein bisschen übertreiben kann man es auch, ne? Wow. Ja, da unten muss auch. Oh, hi. Hier ist noch irgendwas. Ah, die kommen näher. Weil ich wusste das. Das Teil. Boah. Ich muss das hier in der Masse suchen. So, ich hab's. Tschüss. Ha, da ist noch ein General. Leck mich. Ja, schon angekratzt. Warum das denn? War ich ja schon. Boah, ich werde ja noch verzehrt. So, habe ich denn jetzt erledigt? Ich habe gar nicht darauf geachtet. Ich kann ja doch irgendein Fehler passiert mir live und nicht freck und ich kann den ganzen Kack nochmal machen. Das finde ich irgendwie nicht so schön. So. Wer sagt mir etwas? Schlimm ist da unten einer. Hab ich ja gar nicht gekämpft. Bah. Leck mich, was zum. Fette Viech da hinten. Boah. Manchmal kann man es auch ein bisschen übertreiben, jetzt mal ganz ehrlich. Muss ja mal geben, eine halbe Armee verfolgt ja eine Person. Die sind wahrscheinlich voll die Heilgegenstände oder so drin. Ne? Danke. Alter. Man kann es auch manchmal ein bisschen übertreiben. Guck dich da mal einer an, was da für Karte los ist. Ich will gar nicht wissen, wie viele hinter mir sind gerade. Enden sehe ich schon wieder so ganz fette Typen. Warum? Ja, pff, das ist ein Boss. Darf ich mich daran erinnern, wie viele Leute hinter mir sind? Mann.
Erstmal Benke, er macht das Ding kaputt von dem. Nein, ist ja nicht der Boss. Ach man. Übertreiben es manchmal echt, ja. Nein, 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 nein. Ich konnte mich schon wieder nicht bewegen. Fuck. Ja, da war nicht so viel aus, habe ich das Gefühl. Ein paar Kombos von Yoshi Tsuno und der ist weg. Da sind schon wieder die ganz fetten Typen. Nicht so fett wie die Typen, aber auch fett. Hier ist noch was. Wie soll ich denn das bitte schön hier suchen, Mann? Bams. Bitte lass es das gewesen sein. Oh, ja. Ja. Und neue Waffen, geil. Schön. Ha, ihr könnt mich mal, ich habe das geschafft. Er sagt mir, ich muss nicht gegen dich kämpfen. Lass mich ja speichern, Mann. Und das eine Ding muss ich auch noch haben. Oh Gott. Schön. Kann ich jetzt nochmal zurück und das Ding nehmen? Suchen. Okay. Es war nicht so nervtötend wie am letzten Mal, weil ich hier mit meinen Heil-Items rumjongliert habe, aber trotzdem. Kann ich nochmal zurück? Ja, sehr gut. Ich habe nur gesehen, da war was am Leuchten. Und das will ich haben. Ja. So. Don't mind me. So, hier war schon. War nicht irgendwie weiter da hinten. Da war ja noch eins. Ja, ich habe da neue Waffen. Ich habe neue Waffen. Ja, die sind schwach bis jetzt. Ich kann meine alten an. Ich kann meine anderen Sachen hochballern. Jawohl. Ja, tun wir aber von jedem erstmal das hier, auch wenn das sehr verschwenderisch ist. Ein bisschen aufleveln. Also die Waffen voll kacke, aber egal. Zur Not konnte ich ja wieder. Zur Not konnte ich ja wieder Trainingssession oder so machen auf Screen. Der ist ja jetzt schon stärker fast. Der aber nicht. Egal, ich weiß ja nicht, was ich mit meinem Geld. Seelen, was auch immer ich da sammle, anfangen soll. Das scheint ja auch für jeden zu reichen. Der bekommt immer stärkere Waffen. Schön. So, dann, weiß ich nicht. Hier sieht stark aus, aber wenn die Kacke Angriff hat. So, nehmen wir mal die und die. Dann Benkes Knüppel und den hier. Nein. Was? Den hier.
So, das ist hier über dir, ein dir. Und dir. Müssen wir mal ausprobieren. Unsere neuen Waffen. Also guter Zeitpunkt zum Ausprobieren, ne? So, warte, ihr könnt mich mal. Ich mach das Dingens, ja. Ich mach dann in der Nähe des Speicherpunktes und probiere die aus. Ich will euch jetzt hier live ausprobieren. Ja, noch schöner. Ich wollte schon in Ruhe machen. So, mit Firk macht sie den hier. Boah, geil, das ist ein geiler Dreikampf. Ich kann ja auch damit verbinden. Cool. Okay. So willst du ja Waffe, das war komisch jetzt gerade. So, fast der gleiche Angriff. Schön. Wutsch. So. Den hier. Sehr schön. Ja, ein Strike. Sehr schön. Okay. Jetzt kann ich mich damit bewegen. Der macht's ja tausendmal besser. Da ich mich jetzt damit bewegen kann, ist viel besser. Ja, na, was der Angriff ist. Keine Ahnung. Ja, dann ballern wir hier noch weiter auf. Und sagen, die wird auf jeden Fall aufballern. Ich kann nur eine aufballern. Nein! Tun wir mal die aufballern, die scheint stark zu sein. Aufs Maximum, damit 150. Sehr schön, eine scheine ich noch zu bekommen irgendwann. Für jeden Charakter ist auf jeden Fall noch ein Platz. So, ich könnte jetzt eigentlich wieder ein bisschen farmen, aber lassen wir das, ne? Einfach mal mit den neuen Waffen rumkämpfen, ein bisschen damit. Und speichern erstmal. Wieder noch genug Zeit kommen, irgendwie Sachen aufzuleveln. Boah, das hat jetzt auch nicht so gereicht, ne? Den Geld. Ich dachte, ich würde damit richtig locker auskommen. Vielleicht werde ich ein bisschen hier offscreen farmen. Ich brauche ja Heilgegenstände auch noch. Und die kriegt man ja, wenn man mit einem Kamui so viele Gegner wie möglich erledigt. Deswegen, ja. Mal schauen, was sich machen lässt. Ich würde aber sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Genji Days of the Blade. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.